Now and forever. Wir schauen mal. Jetzt leuchtet das rote Licht, fantastisch. Now and forever, drittes Treffen. Wir gucken mal, was die Teilnehmer so sagen bis jetzt. Bitte, bitte folgt mir. Ich habe gerade keine Zeit, ich muss schnell. Euer Tanztraining fängt an oder hat bereits angefangen? Ja! Deswegen halte ich auf. Was habt ihr als Entschuldigung vorzubringen, dass ihr zu spät kommt? Ich war auf der Toilette. Ich du warst umgezogen. Auf der Toilette? Ich habe mich umgezogen. Du hast dich umgezogen? Ja. Ich war auch auf der Toilette. Und welche Entschuldigung hast du? Ich war auf der Toilette. Und hast dich auch umgezogen? Nein, ich war nur auf der Toilette. Du warst nur auf der Toilette, ja. Ohne dich umzuziehen? Ja. Na dann, schnell, schnell, bevor ihr noch mehr zu spät kommt. Noch ein Nachzügler? Ja. Schnell, schnell. Ja. Grüß dich! Du hast die Hütte voll, wie ich sehe? Noch nicht ganz, aber doch, das meiste ist da, ja. Es fehlen quasi noch Tänzer? Glaube ich, ja, doch. Was passiert mit Tänzern, die zu spät kommen oder uns den Tanzraum einsauen? Die wischen den ganzen Jugendhaus. Okay, was machst du heute mit den Teilnehmern? Wir putzen erstmal das Haus und dann werden wir. Nee, wir werden unsere erste große Show heute verfeinern und fertigstellen, hoffe ich. Und ja. Wenn du sagst, eure erste große Show, was ist eure erste große Show? Die ist ein bekannter Künstler aus der Schweiz, der schon seit längerem auf dem Markt ist und wegen Poplastig, ja. Also ich verrate noch keinen Namen, weil wir hier versuchen, das Drehbuch noch geheim zu halten. Okay, es ist ja auch nicht so, dass das erste Coaching von Hakan letzte Woche schon online stehen würde, von DJ Bobo mit Freedom. Ja, genau. Das ist in meinem Urlaub mir natürlich verloren gegangen, weil ich dort nicht so internetmäßig unterwegs war. Aber gut zu wissen, ja, es geht um DJ Bobo und Freedom. Ja. Zu sehen auf nowandforever.de. Alles klar. Conny, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wie fühlst du dich jetzt nach 1,5 Stunden Training? Also ich fühle mich klipp und klar wie früher, muss ich sagen. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich nach Hause gehe, geht so drastisch runter, dass die nächsten 3 Tage nicht schön werden. War das vor 10 Jahren noch anders? Es war sehr anders auf jeden Fall. Ich kann jedem empfehlen, nur nie aufzuhören und irgendwann zu sagen, nein, danke. Aber es geht ja noch. Geht. Ich kann auch mit vielen mithalten. Ihr macht trotzdem noch Spaß. Natürlich, ich. Ja. Wunderbar. Fantastisch. Wir müssen es ja noch aufnehmen. Oh mein Gott. Stimmt, du musst nochmal. Ja, ich muss nochmal. Ja, deswegen dehne ich mich ja noch nicht. Alter Schwede. Ja. Cut.